Wo sind wir hier, damit ich mir merken kann, dass wir hier hin müssen, weil das ist nämlich der Weg zum Boss. Achte Obergeschoss, okay. So einfach hatte ich es noch nie. Aura. Sorry. Slyborg besiegt. Hier kann ich noch hin. Früher waren die Teleporter eigentlich interessanter. Da musste man wirklich herausfinden, welcher Teleporter einen wohin teleportiert. Aber ich glaube, die haben gelernt. Die denken sich so, ach nee, das hat die anderen zu Weißglut gebracht und machen sie diesmal anders. Ich hab Angst. Kein Grund, Angst zu haben. Ich bin da. Loot! Kopf los! Ich glaube nämlich, ich weiß, warum Chester Joy da war und deswegen... Denke ich mal, dass ich dahin muss. Spiel schon ein bisschen einfacher gehalten, aber auch nur so ein bisschen, dass man sagen kann, es ist einfach geworden. Mittlerweile ist es auch einfach. Aber ich finde immer noch, dass die alten Spiele damals sogar noch einfacher waren. Da war nämlich mein Turtok Level 60. Weil der war ungefähr doppelt so stark wie das alles hier, was hier rumläuft. Ich bin schockiert. Summer Bonbon. Flammenwurf!
Ich glaube, Fliegen bringe ich ihm auch mal bei. Was? Flügelschlag, weg. Jetzt wird Glurak endlich stärker! Flammenwurf. Glurak ist auch ein Spezialtyp, komm. Glurak ist der Spezialfighter, der kriegt Spezialattacken. Also, er ist auch jemand, der lieber. Obwohl, das kann ich mir gar nicht vorstellen bei ihm. Traumfresser. Lichtkanone. Haben wir hier Bodenattacken? Guck mal, wir haben Schaufler. Ich sehe gerade, wer das alles erlernen kann. Ja, mach ich noch. Gibt es hier sonst noch Boden? Da, Schlagbohrer, Alter, 80. Kann nur Blake. Aber ich glaube, ich bringe mal ein paar Leuten Schaufler bei, weil. Ja. Ich weiß nicht, Yang? Nein. Das ist schon perfekt, so wie es ist bei Yang. Weiß. Die hat auch eine Fee-Attacke. Der Konfusstrahl ist auch klasse, den können wir gut gebrauchen. Nein, Ruby lernt's nicht. Also, mir fällt jetzt nur, obwohl, dem würde ich auch gerne Eisstrahl geben, aber. Na, gucken wir mal hier, da haben wir hier Tackle und Panzerschutz, brauchen wir beides nicht. Besonders Panzerschutz hier kommen wir echt damit. Ich bringe es ein paar Leuten bei. Und wir sowieso gegen Erdbeben verschwinden. Weil das besser ist. Ich finde Schaufler nämlich nicht mal gut. Oh, Schlitzer ist so gut und Drachen hat so nicht. Nein. Also. Obwohl, Wasser ist ja noch schlimmer. Ach komm, Schlitzer weg. Weil. Oder ich guck mal, ob Ruby vielleicht doch, weil. Die Quälzone Spießbomben so. Schaufler macht nur 80, Sprießbomben 90, aber Pflanzattacke, was? Was ist gut für eine Pflanze? Wasser haben wir Elektro auch für. Boden-Pokémon haben wir auch Wasser. Genauso wie bei Stein haben wir Wasser. Wir haben sogar Eis. Kann die beiden Typen auch platt machen. So. Sprießbomben werden wir nie brauchen, komm. Komm, das machen wir nicht. Wir brauchen Bodenattacken. Brauchen wir einfach. Das sehen wir ja schon. Es gibt Elektro-Pokémon, es gibt dann auch noch Stahl-Elektro und die kann ich nicht. Moment mal, Stahl kann man doch auch mit Kampf fertig machen, oder war es das nicht so? Könnte ich nämlich. Probiere ich auch mal aus. Mit Yang.
So, jetzt gehen wir in den letzten Stock. Also ich will wirklich alle Typen, die es in diesem Spiel gibt, natürlich abdecken mit meinem Team. Das will ich immer. Geht natürlich nicht immer, weil ich bestimmte Pokémon dann ins Team haben will. Und ich weiß nicht, ob ich es schaffe, für die neue Generation nicht zu gucken, was es für neue Pokémon gibt. Ich guck mir... Für Psycho habe ich auch nichts, außer... Ah, gut, dass ich die Quälzone behalte. Die neue Generation, da schaue ich mir die Starter an, die letzte Entwicklung und dann höre ich auf zu gucken. Hoffentlich schaffe ich das. Denn ich will, wenn ich durch die Lande streife, will ich... Obwohl... Mal versuchen, gar nicht nachzugucken. Wenn was Neues kommt, neues Pokémon. Was für ein Pokémon hat er jetzt eigentlich gewählt? Ach egal, Glurak rein! Also Natsu. Ein Subat. Ja komm. Flammenwurf! Moment mal, wir haben doch Drachenpuls. Können wir doch auch Glurak geben. Ist so besser als Drachenwut. Drachenwut ist doch scheiße. Es macht nur 40 Schaden oder so. Oder was war das? Yang! Donnerschlag! Ich versuche echt hier ohne Bonbons auch durchzukommen. Die Bonbons gibt es erst, wenn ich mit dem Spiel durch bin, für die ganz harten Herausforderungen. Ja. Oh, Backe! Na! So, wie wenn wir jetzt so da reinkommen, würde ich sowas von. Aber da kommen wir nur mit Teleporter rein, oder? Wer baut so? Wer baut so ein Komplex? So, wir müssen wieder zu Stockwerk Nummer 8 runter. Komm, heil zu meiner Pokémon-Nummer. So, ich wollte ja... Ach komm. Drachenpuls. Nein, das war TM-Boxer. Drachenpuls. Jawohl. Sogar Neptun kannst du lernen. Es hört sich an wie so, wenn man bei so einem Glücksspiel falsch redet oder sowas, so, bei so einem Quizshow, was falsch macht, dann kommt dieses. So hört sich das an. So. Apollo! Ich bleibe bei meinem Evoli, weil es ist einfach gegen ihn noch elementaren Vorteil.
Weil Geisterattacken normalen Pokémon nichts können. Wenn ein Geist nur Geisterattacken hätte und ein normales Pokémon nur normale Attacken hätte, dieser Kampf würde nie entschieden werden. Na. So, wo führt mich das hin? Okay. War anscheinend doch falsch. Oder auch nicht. Kein Schritt weiter. Nicht schon wieder dieser Typ. Mich werdet ihr so schnell nicht los. Ich kann es auf keinen Fall zulassen, dass ihr bis zum Boss vordringt. Wie bitte? Zum Boss? Heißt das etwa... Er ist ganz in der Nähe. Der Boss von Team Rocket hält sich also in diesem Gebäude auf. Das ist doch klar, was wir zu tun haben. Geh, Ruby, das ist deine Chance, sie zu besiegen. Und du kriegst es mit mir zu tun, alter Mann. Ja. Bleib sofort stehen, du Rotzlöffel. Der Boss steckt gerade mitten in einem wichtigen Gespräch, klar? Wenn du glaubst, dass wir dich da einfach reinspazieren lassen, hast du dich geschnitten. Scheiße, ich hab meinen Teamlock nicht. Obwohl doch... Weiß sollte immer auf zweiter Stelle sein. Ach ja, Team Rocket schon wieder. Mein... Na ja. Sie fordern mich hier raus. Ach, komm. Das kann man so schön mit einer Hand spielen. Aber... In dem Fall... Nein, Weiß. Nein. Das machst du besser nicht. Ich hätte lieber einen Nachtara jetzt. Auch wenn es nutzlos wäre als Blake. Aber gut, Blake ist halt ein Mew. Smogmog ist fast tot. Besiegt. Ach Mann! Ich weiß, ich hätte Smogmog besiegen können, aber egal.
Volltreffer! Arbok ist besiegt! Oh nein! Aber das ist keine Stab-Attacke, deswegen tut's nicht so weh. Mal das. Achso, man kann zurück machen. Ich dachte schon. Okay! Es tut mir leid, Smogma. Ja, ich hasse diese Kinder. Sieht so aus, als wäre das mal wieder ein Schuss in den Ofen! Was ist denn? Na? Oh, dieser Blick! Dieser Blick! Oh, der war so süß! Mann, das ist auch so fucking süß! Ja, G5, G5! So, das reicht jetzt aber. Du hast genug Streicheleinheiten. Herr Präsident, Sie glauben doch nicht etwa, dass ich mich täuschen kann. Der Meisterball. Er ist längst fertiggestellt, habe ich recht? Die Produktion eines Meisterballs ist aufwendiger, als Sie denken. Und jetzt, wo ich weiß, wer Sie wirklich sind, da will ich ihn auch gar nicht mehr fertigstellen. Wie war das? Sie haben richtig gehört. Wir lassen uns nicht von einer Verbrecherbande erpressen. Meine Firma wird Ihnen auch nicht dabei helfen, eine Armee starker Pokémon zu erschaffen. Erst recht nicht basierend auf irgendwelchen gestohlenen Forschungsergebnissen. Na, unsere Abmachung sah aber anders aus, Herr Präsident. Wenn Sie sich so dreist weigern, ist es Ihnen bestimmt doch egal, was aus Ihren lieben Mitarbeitern wird, oder? Hab's alle gerettet! Sieh an, Ruby ist also auch da, so sieht man sich wieder. Leider haben der Präsident und ich gerade ein paar geschäftliche Dinge zu regeln. Wichte wie du haben da Sendepause, halte dich lieber aus den Angelegenheiten von Erwachsenen raus. Ansonsten wirst du eine Welt voller Schmerzen kennenlernen. Drohst du da gerade einem kleinen Kind? Mach ich mal! Nein! Noch komm! Dein Ernst? Und jetzt kann ich es nicht mehr machen! Dieses verdammte Snowbelly-Kart! Okay, du willst es nicht anders. Yang, U-Turn! Komm schon! Rihorn habe ich das passende dafür. Hier, Neptune!
Surfer! Das ist sehr effektiv. Nidoqueen. So, so. Wasser reicht aus. Warum Nidoqueen? Okay. Alter, da ist Turtok platt. Bin paralysiert. Ist das dein Ernst? Nein. Ich versuch's. Es wird ja nicht jedes Mal paralysiert. Ich hab Nocturne gewählt. Ach, wie konnte ich nur verlieren? Nein. Unfassbar. Mir bleibt keine andere Wahl. Ich werde unsere Übernahmepläne der Sylph Company aufgeben. Fürs Erste. Artie Rocket bleibt bestehen. Alle Pokémon auf dieser Welt existieren nur zu unserem Nutzen. Vergiss das niemals. Ich ziehe mich jetzt zurück. Aber meine Zeit. Aber meine Zeit wird noch kommen, du wirst schon sehen. Da geht er hin. Danke, dass du uns gerettet hast. Der Präsident und die Belegschaft sind dafür zutiefst verbunden. Danke dir für deine Hilfe, mein liebes Kind. Danke dir für meine Hilfe. Oli! Wie habe ich dir nochmal gesprochen? Haha, du hast richtig. Dich darf ich natürlich nie auslassen, mein kleiner Freund. Ich werde niemals vergessen, dass ihr uns auch so unserer Notlage gerettet. Oh, ich will mich natürlich auch noch dafür erkenntlich zeigen. Ich könnte dir alles geben, was es für Geld zu kaufen gibt, aber machen wir es nicht an was spannender. Meisterball, den werde ich für Mewtwo benutzen. Auch wenn ich es nicht bräuchte, aber sonst habe ich keine Verwendung für den Meisterball. Was du da in den deinen Hands findest, du mit Sicherheit in keinem Laden. Das ist der streng geheime Prototyp unseres Meisterballs. Mit ihm fängst du garantiert jedes Pokémon. Wir haben allerdings nur dieses eine Exemplar fertiggestellt. Wäre dir also verbunden, wenn du den Meisterball unauffällig einsetzen könntest. So, dann hole ich mir mal jetzt den Orden. Du hast es wirklich geschafft, du hast Giovanni besiegt, oder? Ich war gerade draußen vor der Stadt, weil ich diesem Atlas auf den Fersen war. Und dann kamen plötzlich die ganzen Rüpel von Team Rocket aus Daphronia City rausgerannt. So richtig, Hals über Kopf. Was für ein Glück, dass du so ein guter Pokémon-Trainer bist.
Ich muss leider zugeben, dass ich selbst ziemlich Bammel hatte. Ich meine, was wäre wohl aus uns geworden, wenn wir gegen diese Fieslinge nicht angekommen wären? Ich bin so froh, dass wir die Sith-Kompanie zusammen retten konnten. Wir sorgen schon dafür, dass niemand mehr so unter Team Rocket zu leiden hat, wie das kleine Dragosso. Jetzt, wo der ganze Ärger vorbei ist, können wir uns wieder in Ruhe den Arenen widmen. Wie sieht's denn eigentlich bei dir aus, Ruby? Warst du schon in der Arena von Zafoni City? Und wie viele Orden hast du überhaupt? Wow, so viele schon! Ich glaube, wenn wir beide so weitermachen, schaffen wir es irgendwann in die Pokémon-Liga. Ja, lass uns nicht unterkriegen, okay? Oder er ist der Rivale, also er ist ich dachte ja eigentlich, Blau würde dann der Pokémon-Liga-Champ sein. Oder ich treffe den vor der Pokémon-Liga, ich weiß es nicht. Mal schauen.